Und jetzt kommt das, worauf ihr schon die ganze Zeit gewartet habt. Die ganze Zeit schon, ich weiß es doch. Jetzt für euch der Schnelldurchlauf. Die Plätze 10 bis 6. Für ihr neues Album hat sich Sarah Connor auch einen Song von Superstar Diane Warren schreiben lassen. Und das war wohl alles andere als dumm. Unbelievable holt sich eine Woche nach Veröffentlichung Platz Nummer 10. Ihre nächste Single haut Pink zwar erst 2003 raus, den Clip hat sie aber schon jetzt gedreht. Auch in den Charts ist die Frau extrem schnell unterwegs, leider in die falsche Richtung. Miss Understood düst von der 6 auf die 9. Ich möchte nicht gleich 29 Millionen Platten meines Debütalbums absetzen, wie Alanis Morissette damals, verkündet Avril Lavigne. Na, wenn sie nicht will, kein Problem. Let Go schmiert ab von der 5 auf die 8. Für sein neues Album hat Peter Gabriel unter anderem den Rentner Peter Green, einen kompletten Gospelchor und seine Tochter Melanie ins Studio geholt. Nutzt alles nix, ab geht down von der 4 auf die 7. Noch ein älterer Herr gefällig? Bitte sehr, Mark Knopfler hat 2 Jahre nach seinem Millionenseller Sailing Philadelphia mal wieder eine CD aufgenommen und entert direkt die Top 10. Platz 6 für The Ragpickers Dream. Heiße Debatten brechen hier aus. Ich habe eben mit unserem charmanten Regisseur Ben gesprochen. Woher ich denn komme? Ich komme aus Innsbruck. Und Ben war schon mal in Innsbruck, sagt er. Was? Schon oft. Doch, ich bin dort aufgewachsen. Ja, schön. Und wie war's? Du, sehr schön. Also ich bin immer nur durchgefahren, aber Altstadt ist schön und das goldene Dach, oder wie heißt das? Ja, so heißt das. Das ist ganz süß, ja. Süß, ne? Ja, ja, finde ich auch. Total nette Menschen mehr. Ja, machen wir weiter? Okay, ja. Sehr schön. Es geht nämlich mit Politrockern von Bon Jovi weiter. Ja. Politrocker und Bon Jovi passt vielleicht nicht zusammen, aber bis jetzt war das so. Jetzt hat sich alles geändert. Es gibt eine aktuelle CD, Bounce heißt das Ganze. Und auf der CD befinden sich ein paar ziemlich nachdenkliche Songs und auch ein Stück über den Nahostkonflikt. Ist doch was. Trotz all dem Denkerdasein segelt das Album aber von der 2 auf die 5. Den Jungs ist egal, die stecken so einen Rückschlag locker weg. Hier kommt der erste Hit aus dem Album Bounce namens Everyday. Und jetzt mal drauf achten, auch unser Regisseur der Ben. Wenn man sich die Zähne von den Jungs anschaut, die sind schon ziemlich, ziemlich weiß. So weiß sind Zähne nicht. Mal schauen, vielleicht sind sie gebleicht, vielleicht sind sie neu, die dritten, vierten, fünften, ich weiß es nicht. Schaut selbst. Ich weiß, es ist wieder an der Zeit. Ihr wollt es ja auch nicht anders. Hier der Schnelldurchlauf, die Plätze 5 bis 2. Ernstzunehmende Musikkritiker haben auf dem neuen Bon Jovi-Album tatsächlich einen gewissen Elton John-Einfluss aufgespürt. Leider scheint das rufschädigend zu sein. Bounce kracht von der 2 auf die 5. Eher abwärts geht's derzeit für das aktuelle Elvis-Album 30 Number One Hits. Trudelt von der 3 auf die 4. Schön, dass die Presley-Gemeinde trotzdem was zu feiern hat. Für 300.000 verkaufte Platten setzt es diese Woche Platin. Altrocker Peter Maffay lässt mal wieder seinen Drachen steigen und bringt Tabaluga und das verschenkte Glück als Buch und CD heraus. Da freuen sich Groß und Klein und beamen die Warze von der 0 auf die 3. Peter Gabriel, Mark Knopfler, Peter Maffay, Elvis Presley. Nein, in den Top 10 herrscht diese Woche echt nicht gerade der Jugendwahn, fehlen nur noch die Rolling Stones. 40 Licks steigt von der 0 auf die 2. Wir kommen zum besten Album, zum beliebtesten Album. Und wisst ihr, was Dieter Bohlen sagt, wenn er etwas richtig gut findet? Zum Beispiel Sex mit Nadel. Dann ist das wie Nudeln mit Trüffeln. Sehr poetisch. Vielleicht würde er das auch zu Herbert Grönemeyers Mensch sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, was Stuckrad Barre dazu sagt. Und zwar, es klingt wie im Frühtau über eine tags zuvor gemähte Wiese laufen.
Das meint der Benjamin von Stuttgart-Barre. Was damit gemeint ist, weiß wahrscheinlich nur der Autor selbst. Aber Fakt ist, es war ein Kompliment. Herr von Stuttgart-Barre findet Grüne Mais Mensch nämlich super. Und nicht nur er, sondern viele, viele andere auch. In der fünften Woche immer noch auf der Nummer 1, Herbert Grönemeyer. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.